Okay. 2 Sekunden, nachdem ich pausiert habe, kam plötzlich dieser kleine Junge auf uns zugelaufen. Schauen wir mal, was er will. Hier, mein kleines Hündchen. Los, komm schon mit nach Hause. Entschuldigt, es tut mir erschrecklich leid, euch zu stören. Aber könntet ihr mir helfen? Ich habe meinen Hund verloren und kann ihn nicht wiederfinden. Er hat wahrscheinlich schon schreckliche Angst. Und dann läufst du einfach in den Wald mitten in der Nacht hinterher. Naja, wir sind nur ein Stückchen südlich von Naschkel, aber trotzdem. Klar, mein Kleiner, ich helfe dir gern. Woran kann ich ihn denn erkennen? Ihr helft mir? Oh, ich danke euch vielmals. Es wird alles wieder gut. Der arme Rufi ist fremde Orte und Leute einfach nicht gewohnt. Ihr werdet ihn bestimmt erkennen, wenn ihr ihn seht. Denn was Niedlicheres gibt es nicht. Hier, nehmt auch dies. Es ist sein liebstes Spielzeug. Er wird euch für Freunde halten, wenn ihr das in den Händen habt. Nochmals vielen Dank. Und wir haben irgendetwas bekommen für den Hund. Ah. Kauspielzeug. Man kann es nicht anziehen, also muss man es wahrscheinlich nur im Inventar haben. So. Gerugon, zieh los mit dem Kauknochen und finde den Hund. Aber der wird wahrscheinlich auch irgendwo hier auf der Karte sein. Gucken wir kurz die nähere Umgebung an. Und wenn er da nicht ist, dann mache ich das wieder auf Kamera. Aber schon komisch, dass er nicht einfach seine Eltern gefragt hat, ob die ihm helfen wollen. Ah ja, die Kinder hier sind alle ein bisschen abgebrühter. Auch das andere Kind, das wir getroffen haben, das Obst gesammelt hat für seine Eltern. Auch außerhalb der Stadtgebiete. Müssen halt alle mit anpacken bei so einer Krise, ne? So, aber wie es ausschaut, ist der Hund nicht in der Nähe. Das heißt, ich pausiere erstmal wieder. So, das Gebiet haben wir jetzt erforscht. Einen Hund haben wir zwar nicht gefunden, aber dafür kommt jetzt eine gepanzerte Gestalt auf uns zu. Aber er scheint allein zu... Nee, da ist noch einer. Hey, ihr da. Sieht so aus, als wärt ihr ein bisschen vom Weg abgekommen. Das ist Pech für euch, dass ihr auf dem schnellsten... dass ihr auf den schnellsten Schützen im Westen treffen müsst. Lucky Luke? Nein. Wax. Seht ihr den Mann da vorne? Er heißt Zahl und ist der schnellste Dartspieler, den es jemals an der Schwertküste gab. Ich an eurer Stelle würde die Geduld eines solchen Mannes nicht auf die Probe stellen. Deswegen solltet ihr jetzt schnell euer Geld geben. Ansonsten kriegt ihr nämlich ganz schön Ärger. Geld werden wir garantiert nicht rausrücken. Ich lege keinen Wert darauf, mit 2 Narren zu kämpfen. Und ich werde euch nichts von unserem Geld geben. Verschwindet. Hast du das gehört, Zahl? Die scheinen dich eh nicht ernst zu nehmen. Dann müssen wir es ihnen eben zeigen, was? Tut mir leid, Jungs. Aber das könnte jetzt enorm wehtun. Sehen wir doch mal. Kurz pausieren. Alle greifen ihn an. Diener hier benutzt ihr magisches Geschoss, damit er schön schnell stirbt. Shahira segnet uns. Und dann gucken wir doch mal. Schnellster Pfeilwerfer im Westen. Kritischer Fehlschlag. Das war sein erster Wurf. Aha. Wir wollten uns noch verarbeiten. So. Oh, Karl kriegt auf die Nase. Karl ist tot. Oh. Okay. Oh, 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 oh. Hat sich warm geworfen. Hm? Heilen wir mal schnell dahinter. Döner hier noch ein magisches Geschoss. Komm schon. So. Das dürfte jetzt wesentlich einfacher werden. Au, au, au. Der macht ja richtig Schaden. Okay, er ist auf Gerugon. Das heißt, alle können jetzt drauf schießen und draufhauen. Nahkampf. Oh oh. Nee, nee. Nicht Minsk angreifen.
Bleib schön auf Virgon. Und die Segnung ist jetzt auch weg. So, noch ein Heilzauber. Nur Hand auflegen, das bringt fast gar nichts. Greifen lieber weiter an. Tüner hier hat auch keine Zauber mehr. Sie kann Gift verlangsamen, das bringt auch nichts. Gut, hoffen wir das Beste. Oh, 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 oh. Na, komm schon. Ich glaub, Heiltrank. Das sind mal richtige Banditen. Hm? Nicht diese Typen in Lederrüsten, die nach zwei Schlägen tot sind. Wow. 600 Erfahrungspunkte. Dafür zwei von unseren Begleitern tot. Uff, uff, uff. Das lohnt sich aber jetzt besser. Also magische Armschoner sind schon mal gut. Wurfpfeile. Verständlicherweise. Ein bisschen Gold. Aber sonst. Das sind die Sachen von Jahira, ne? Oh, so viel Zeug, dass wir jetzt liegen lassen müssen. Kräuter nehmen wir mal so mit. Tränke verstauen wir auch in den Quickslots. Denn wir haben momentan echt Platzmangel. Oh, zu schwer. Ja, also das werde ich gleich auf Kamera machen. Das heißt, ich laufe dann an Naschkel zurück, wiederbelebe die beiden, gehe ins Gasthaus, ruhe mich aus, dass sie wieder volle Lebenspunkte haben und dann sehen wir uns gleich beim Händler wieder. 400 Goldmünzen ärmer und circa 5 bis 10 Minuten später sind wir jetzt beim Händler mit unserer vollen Gruppe wieder. Auch wenn Jahira noch ihr Helm und Schild fehlt und ihm noch sein Schild. Aber das wird hoffentlich alles noch in dem Waldgebiet liegen bleiben, dass wir es gleich wieder einsammeln können, zusammen mit dem restlichen Loot, den wir haben liegen lassen. So, jetzt sortieren wir aber erst ein bisschen unser Inventar aus. Die Schmuckstücke können alle weg. Das identifizieren wir gleich mal. Weg, weg, weg. Die beiden haben verständlicherweise nichts. Infravision brauchen wir nicht. Wir haben die beiden Halbelfen, das reicht. Ah, die Bastardschwerter. Ich glaube, Gerogon und Khaled haben jeweils schon zwei. Das reicht erstmal. Das heißt, die können alle weg. So. Oh, sie hat ganz schön viele Edelsteine. So. Haben wir fast das Gold wieder drin, das wir für die Wiederbelebung gebraucht haben. Ach ja, einer von den beiden Banditen hatte übrigens noch 400, 500 Goldmünzen dabei gehabt. Die hatte ich bei der letzten Sitzung vergessen anzugeben. So, und jetzt identifizieren wir mal ein bisschen. Ein Kurzschwert plus 1, schön. Was ist das? Stiefel der Vermeidung, Sinne der Katze. Plus 5 gegen Geschosswaffen. Ist doch okay. Der Träger verfügt über Infravision mit einer Reichweite von bis zu 36 Metern. Ja, die können wir verkaufen. Wenn wir den Spruch nicht brauchen, brauchen wir den Ring dafür wahrscheinlich auch nicht. Die Pfeile wollen wir nicht identifizieren. Die Pantalons auch nicht. Irgendwann hatte noch die Armschoner. Genau. ETW 0 plus 2. Nur Geschosswaffen. Das hört sich doch für Immoin an. Kann ich verwendet werden von Druiden, Zaubern, Klerikern. Ja. Schön, schön. Deswegen war wohl der beste Dartwerfer westlich des sonst was. Wegen den Armschonern. Nicht, weil er so gut helfen konnte. Das erklärt auch, warum wir so viel Schaden bekommen haben. So, wirklich viel mehr Platz haben wir. Ah doch. Das sind alles Questgegenstände. Der Hundeknochen auch. Die Tr-
Getränk können wir auch noch verstauen in den Quickslots. So, der konnte noch verkauft werden. Die Stiefel. Kriegt immer mal. Das Kurzschwert auch. Oder sie hatte schon eins, ne? Ja, Kurzschwert plus eins. Ah. Kann Jahira sowas benutzen? Nee, natürlich nicht. Die kann eine doofe Keule benutzen. Das ist echt nervig. Na gut, dann verkaufen wir das auch. Schauen wir mal. Obwohl es könnte sich lohnen, das zu behalten, falls wir auf Gegner treffen, die nur von magischen Waffen verletzt werden können. Ja, wir verkaufen den Improvisionsring. Und das Schwert behalten wir erstmal. Das war's jetzt aber, ne? Und der kann auch noch weg. So. Den Riemen noch an. Das Schwert in den dritten Slot. Und zurück zum Schlachtfeld. Ja, Schlachtfeld nicht wirklich, aber... Vier Leute sind da gestorben. Zwei Banditen und zwei Helden. Ah, Nuba. Also, sobald ich meinen bösen Charakter spiele, beim nächsten Playthrough, wird er sofort sterben. Flammenschlag und dann war's das mit der Nervensäge. Können wir als Gute da irgendwas machen? Nee. Anscheinend nicht. Dann müssen wir wohl einfach so durch, wenn wir einen guten Charakter spielen. Aber selbst ein guter Charakter verliert irgendwann die Beherrschung. Aber was können wir da machen? Wir könnten ihn höchstens angreifen und das wäre ein bisschen übertrieben als Reaktion. Wir können ja nicht einfach wegscheuchen oder ihm den Ohrfeige verpassen oder so. Meine Eule hat mir ganz schön eingeheizt. Na gut, das Schlachtfeld war da. Ja. Feinde haben ihn aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Feinde? Ja, Worge. Oh, die sind schon etwas zäher. Sogar richtig zäh, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist quasi eine bösere Form von Wölfen. Na gut, Gerogon, gehen wir auf die. Kalet auf den. Dass wir die hier vorne abfangen können. Irmoren und Dünner hier nach hinten. Und gucken wir mal. Oh, 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 das wird nichts. Das wird nichts. Du läufst einfach mal weiter. Irmoren versucht ein paar von dem kleinen Vieh zu töten. Das wird übel, übel, übel. Er benutzt mal seine Berserker-Fähigkeit. Nicht verzweifeln. Ich werde oh, jetzt ist der Walk auf Irmoren. Jetzt auf den hier. Ah, das wird nichts. So, Jahira heil dich mal schnell selbst. Die sind hier fleißig am... Nein, die gehen auf den Walk. Na gut, die Xwarte machen auch fast keinen Schaden. Das ist schon in Ordnung so. Also, Jahira heilt sich selbst. Irmoren kann dann auch auf den Walk. Düne hier läuft so schnell sie kann. Dann müssen wir gleich wieder zum Tempel. Das wird langsam albern. Kriegen wir dann bald einen Massenrabatt. Ob das so klug war? Heil dich nochmal. Immer nimmt mal Abstand, du auch. Zumal sie noch kein Schild und kein Helm hat. Der ist hier immer noch bei ihrer Leiche. So, alle rauf da. Der Bock muss schnell sterben. Ah, schön, schön. Stand da gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte der bringt. Ah, 120. Boah, 16 Schaden. Da hat Khalid aber einen guten Treffer gelandet. So. Kümmert euch um den Kleinkram. Jahira versucht den Walk da aufzuhalten. Nochmal ein Pfeil drauf. Ah, aber es hätte gut in die Hose gehen können. Die Worge haben richtig Schaden gemacht am Anfang. Also ich wäre das einfach nur Glück. So, hoffentlich stirbt diesmal Minsk nicht. Wegen seiner Berserker-Wut da. So,
alle auf den X-Wart. Ich bin wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache. Das ist alles für ein paar Münzen. Na, die Erfahrungspunkte machen es, ne? Oh, Münz kann Level up. Schön, schön. Ist erfrischend, wenn man so vielen Rippen begegnet. So. Die Worge haben leider nichts dabei, also keinen Pelz oder so. Stimmt, wir brauchen auch noch den einen weißen Pelz. Für den Händler Naschkel. Das kommt mit auf die Liste, die wir noch erledigen müssen. Die Liste der Dinge, die wir noch erledigen müssen. So. Minsk Level Up. 26 Lebenspunkte. Ach so, stimmt, durch seine Berserker-Wut kriegt er 15 dazu. Oder so ähnlich. So. Nichts zu verteilen. Fertig. Wir gehen mal weiter.